Ich mache alles komplett intuitiv. Willkommen zurück, liebe Nina Enzmann. Im Februar wurde die GZSZ-Schauspielerin zum ersten Mal Mama und geht komplett in ihrer Mutterrolle auf. Doch ihr Herz schlägt auch für ihre Rolle bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, deshalb steht Nina ab sofort wieder als Jessica vor der Kamera. Im Interview gibt sie uns ein großes Update über die ersten Monate als Mama und ihre Rückkehr ans Set. Nina Enzmann, wir haben das größte Glück der Welt. Wie geht es dir momentan? Es geht mir hervorragend. Tatsächlich ist es eine Frage, die einem Monate nach der Geburt kaum noch gestellt wird. Deswegen schätze ich das sehr. Danke. Man stellt sich oft vor, wie es sein könnte, wenn man Mutter wird. Hat es sich für dich so entwickelt, wie du es erwartet hast? Oder ist es ganz anders? Ich habe mir nie ein konkretes Bild davon gemacht, wie ich als Mutter sein würde. Ich habe mir immer vorgenommen, einfach abzuwarten, was passiert und dann zu handeln. Ich mache alles komplett intuitiv und vertraue darauf, dass es richtig ist. Aus diesem Grund konnten keine Erwartungen enttäuscht oder übertroffen werden. Allerdings muss ich sagen, ich hätte nie gedacht, dass es möglich wäre, so ein großartiges Kind zu bekommen, wie wir es haben. Die Liebe ist noch viel, viel größer, als man sie sich je vorgestellt hat. Wir haben das größte Glück der Welt. Was ist im Moment das Schönste für dich als Mutter? Der Moment, wenn ich morgens wach werde. Der Kleine liegt dann schon wach neben mir und strahlt mich an. Wir erzählen uns dann immer, was wir geträumt haben und lachen dabei sehr viel. Mein Sohn lacht genauso gerne und viel wie ich, das ist großartig. Welche Fortschritte macht er gerade? Der Kleine entwickelt sich so schnell und es macht unfassbar viel Freude, ihn dabei zu begleiten. Er möchte schon unbedingt sitzen und immer überall mittendrin sein. Er betrachtet die Welt mit offenen Augen und quietscht dabei. Seine neueste Fähigkeit ist das Schnalzen mit der Zunge. Wie sieht bei euch zu Hause der alltägliche Wahnsinn aus? Wie teilt ihr euch die Aufgaben? Wir haben zum Glück keinen Wahnsinn zu Hause. Lacht, es läuft alles ziemlich entspannt ab. Marc und ich machen alles Hand in Hand. Wir sprechen uns ab und koordinieren gemeinsam als Team. Mein Mann umsorgt mich und den Kleinen sehr. Er kocht zum Beispiel jeden Tag, was ich sehr schätze. Gibt es Situationen, die dich überfordern? Was ist für dich die größte Herausforderung?